Freitag, 9. Juni 2006. Moin Kollege, lange hat Fußball-Deutschland gewartet und nun ist es soweit. Heute am 9. Juni steigt um 18 Uhr das Eröffnungsspiel der DFB 11 bei der WM Dauham in München. Auch im Berliner Olympiastadion steigen einige Spiele und das Endspiel der WM. Angesichts der zu erwartenden hohen Besucherströme in der Hauptstadt wurde für den Zeitraum der WM die Linie S21 Gesundbrunn Hauptbahnhof Südkreuz mit zusätzlichem Halt am Potsdamer Platz eingerichtet. Betrieben wurde diese mit drei geliehenen Elektrotriebwagen der Baureihe 423, zwei aus München und einer aus Frankfurt. Du bringst nun am Eröffnungstag der EM am frühen Morgen die S21 in einem Münchner 423 von Gesundbrunn nach Südkreuz zurück. In diesem Teil 1 findet die Hinfahrt zum Südkreuz statt. Mache nun erstmal deine 423er soweit fahrbereit, gebe die Türen frei, los geht es hier um 6.24 Uhr, gute Fahrt. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge im Train Simulator 2021, meine Damen und Herren. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Fahrt. Und hoffe, dass es euch wie immer soweit gesundheitlich ganz gut geht und euren Liebsten. Und genau, dann würde ich mal sagen, machen wir unseren 423er fahrbereit. Richtungswender ist wohl schon auf vorwärts. Jetzt muss ich nochmal gucken. Handbremse haben wir auch gelöst. Machen wir mal die Instrumentenbeleuchtung an. Und schauen wir mal. SIFA und PZB und LZB ist auch drin. Jedoch brauchen wir die LZB heute nicht. Und dann können wir noch das Spitzlicht anmachen. Glaube ich. Oder war das schon an? Ne, jetzt ist das Spitzlicht an. Da steht auch schön oben S21 Südkreuz. Mega nice. Und ja, da dachte ich mir noch, als ich dieses Szenario gesehen habe, das müssen wir doch unbedingt fahren. Das sieht schon irgendwie ziemlich geil aus, mal ins Jahr 2006 zurückzugehen. Und vor allem mit einer 423, die ist ja hier gar nicht in Berlin unterwegs. Höchstens mal ein 425er auf einem Interregio mit dem zu fahren. Und genau, so kam das Ganze zustande. Hier drüben haben wir natürlich die S-Bahn-Gleise. Hier in der Mitte die Ringbahn. Auch hier mit der Ursprungslackierung, da kommt wahrscheinlich demnächst auch nochmal ein Szenario. Hier mit der Ursprungs S42. Oh, der hat's eilig, der Kollege. Fährt schon los, während die Türen noch nicht mal richtig zu sind. Geil. Nee, auf jeden Fall, hier in der Mitte ist die Ringbahn und hier drüben natürlich dann die ganzen anderen Bahnen, die dann Richtung Norden rausfahren. Hier. Zum Beispiel die S2. Oder was war dann noch? Ich glaube die S1. Und so weiter und so fort fährt dann hier weg. Genau. Musste ich auch mal eine Zeit lang, glaube ich, hier umsteigen oder so. Ein paar Mal. War irgendwann in dem Winter, aber ich weiß nicht mehr wann. Und dann hat es hier so geschneit und dann hat man richtig schön sehen können, wie hier die Flocken von hier oben so runterkommen. Wenn man, glaube ich, hier stand, genau, ist auch eine Überdachung. Und dann geht es hier rechts auch runter Richtung Humboldthain. Und genau, dann kennen wir die Strecke schon Richtung... was ist das da, Südkreuz, etc. Ja, ansonsten haben wir anscheinend nicht allzu viel hier gerade zu sehen. So, Freunde, dann geht's auch in wenigen Augenblicken schon los. Müssen sich bald unsere Türen schließen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das bei der 423 war. Ob die sich davon alleine schließen oder man es selber... Ne, schließen sich von alleine, alles klar. Gut, Türen sind zu. Und das bedeutet, wir können natürlich jetzt anfahren. Dann machen wir das auch mal. Gucken mal ein bisschen höher hier. So, 90 sind angekündigt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf die 90 gleich hoch. Sehr schön, das S für Südkreuz. Mensch, warte mal.
durfte ich jetzt mit 90 rüber. Ich kenne die Weiche eigentlich nur, dass man da mit 40 rüberfährt. Aber dann sind wir jetzt mit 90 halt rübergefahren. Hat der Trainer für das, glaube ich, umgestellt war. So, 90 ab hier wieder. Jetzt war nämlich kurzzeitig 120 drin. Deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber das wäre, glaube ich, nur, wenn man jetzt nicht da oben links rüberfahren würde. So, 80. Okay, mussten wir anscheinend nicht bestätigen. Beziehungsweise mussten oder hätten wir machen müssen, aber der Magnet war jetzt nicht an. Kleines bisschen verbuggt. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade über die Seestraße gefahren, beziehungsweise... Ne, wir sind über die Seestraße gerade rüber. Und auch an der Feuerwache Wedding entlang. So. Genau, und hier unter uns, also nicht da, wo man die Gleise gerade gesehen hat, sondern links von der Brücke, da wird auch schön fleißig an der S-Bahn gebaut. Also 80 sind weiterhin angekündigt. Und ab hier dann natürlich 80, jetzt müssen wir ein bisschen gegenbremsen. So, das war auch jetzt eine Weiche, wo man mal mit ein bisschen schneller rüber konnte, die da im Gesundbrunnen, die war jetzt wirklich ein bisschen... Also das habe ich wirklich nur in Erinnerung als 40er Weiche, nicht schneller. Und da auch schön die DR-Dostus links im Einsatz. Mensch, waren das Zeiten. So, also, dann erreichen wir unseren Ärgsten halt hier im Berlin Hauptbahnhof. Und geben natürlich die Türen auf der linken Seite frei. Sehr schön, da sind sie offen. Und, genau, da steht so unsere schöne 423. Und hier haben wir den RE3 nach Elsterwerda. Und hier nach Stralsund. Der hat einen langen Weg vor sich. S21, Berlin Südkreuz. Sehr cool auf jeden Fall, auch die ZZA. Oh Mann ey. So, was haben wir sonst hier rumstehen? Haben wir hier drüben noch irgendwas? Nee, ne? Kein ICE, kein Intercity. Ist auch immer sehr eindrucksvoll, wenn da die riesigen Loks drin standen, also die riesige 120 oder so mit ihrem Intercity. So, also, dann geht's auch schon weiter. Da fragen sich dann die Fahrgäste natürlich auch, was, wir haben hier das Bahnland Bayern bei uns in Berlin? Mensch, 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 was haben wir denn hier gemacht? Ich frage mich tatsächlich, ob die schon 2006 diese Aufkleber, das Bahnland Bayern, also in diesem Logo vor allem, schon drauf hatten. Ups, jetzt sind wir...
sind wir hier gerade auf 80 zu hoch gegangen. Natürlich sind wir noch über eine Weiche gefahren. Da habe ich vorher die ganze Zeit das langsame Fahren über Weichen gepredigt und habe es gerade selber nicht gemacht. Habe nämlich gedacht, dass wir auf dem Gleis bleiben. Und wenn wir drauf geblieben wären, dann hätten wir direkt mit 120 rausgekonnt. So. Hier die schöne Kurve mal vom Potsdamer Platz. Und Aufstieg in Fahrtrichtung rechts sogar, okay. Dann machen wir das. Und da links steht unser Schwesterzug, schaut mal. Gehen wir auch mal gleich rüber. So, Türen sind offen. Hier. ELN Gesundbrunnen hat sogar eine ZZA dafür. 523, 513, 2. Und wir sind 423, 723, 6. Und da fährt der Kollege weg. Genau. S-Bahn München. Das ist irgendwie schon ganz cool, so ein kleiner Shuttle-Service hier durch Berlin. Wenn es in Berliner Spandau, also wenn es Berliner Spandau, wenn es den Spandauer Bahnhof auch gegeben hätte, dann wäre ich da auch sehr gerne hingefahren, auf jeden Fall mit dem Zug. Aber ihr wisst ja, den haben wir leider noch nicht. Also zumindest haben wir ihn in einer Form, aber die ist nicht kompatibel hier mit der. Also der nächste Halt ist dann Berlin-Südkreuz und dann gibt es auch noch einen zweiten Teil zurück. Und den seht ihr dann direkt im Anschluss. Also bisschen härter in die Eisen gehen, weil ich da gerade noch das gelbe Vorsignal oder sowas oder irgendeinen Geschwindigkeitspunkt gesehen habe. So, was ich gerade sagen wollte war, der Teil 2 kommt direkt, also das seht ihr jetzt in dieser Folge mit. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das kommt nicht in eine extra Folge oder sowas, das seht ihr jetzt gleich hier am Anschluss. So, 60 ab hier, alles klar. Ab hier schon 60 haben. Guckern wir nämlich ganz schön lange mit 60 hier rum, bis wir in Südkreuz ankommen. So, da vorne ist unser Halt erwarten. Ich glaube, wir wechseln hier nämlich das Gleis. Kann das sein? Ne, tun wir auch nicht. Die Weiche ist gar nicht gestellt, okay. Netzwerk zeigt Fahrt. Aber hier ist dann... Genau, halt erwarten. Ah ja, hier wechseln wir das Gleis, verstehe. Und im zweiten Teil müssen wir dann über mehrere Weichen, ich glaube, dann auf die andere Seite, also hier links rüber. Da.
Ach cool, schaut mal, da links fährt er doch so ganz entspannt aus mit seiner 112, glaube ich, da hinten. Wisst ihr was, wir machen das mal jetzt wie in Hamburg. Wir halten einfach hier vom... dort auf dem hintersten Teil des Bahnhofs. Vielleicht sogar noch vor dem 500-Hertz-Magneten. Müsste eigentlich von der Länge noch gepasst haben. Ja. So, also, dann gehen wir mal die Türen frei. Machen das Rollo hier runter. Können wir gar nicht runter machen. Aber dann setzen wir einfach den Fahrtrichtungswender auf rückwärts. Und dann müsste jetzt hier vorne eigentlich das Spitzlicht... Ah ja, kann ich auch einfach so machen. Machen wir den mal auf neutral. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier unsere Sicherungssysteme aus. Instrument Lights ebenfalls. Und dann sehen wir uns gleich bei der Rückfahrt wieder, Freunde. Bis gleich. Willkommen zurück. Nun geht es weiter zurück nach Gesundbrunnen. Aus szenariotechnischen Gründen musst du die PZB und SIFA wieder aktivieren, die Türen erneut freigeben und die ZZA auf Berlin Gesundbrunnen umstellen. Los geht's hier dann um 6.39 Uhr. Gute Fahrt. Genau, meine Damen und Herren, da sind wir auch zurück. Geben nochmal die Türen frei. Machen hier unsere 423 natürlich abfahrbereit. Spitzlicht an. Instrumentenbeleuchtung. Jetzt muss ich nochmal kurz rausgucken. Wegen der ZZA. Naja, haben wir auch schon direkt einstellen können. BLN Gesundbrunnen. Und ja, dann sind wir eigentlich an der Stelle in Südkreuz soweit abfahrbereit. Haben noch 3 Minuten Aufenthalt. Und ihr habt euch ja auch gewünscht, dass wir das natürlich zeigen und alles. Aber ich würde mal einfach sagen, wir machen jetzt hier den Aufenthalt in Südkreuz. Den kürzen wir mal ab, die 3 Minuten. Weil jetzt hier wahrscheinlich nicht so viel Spannendes passiert. Und genau, ich glaube, einmal ist es jetzt auch verkraftbar. Also bis gleich. Schaut mal da links, da fährt gerade ein ICT ein. Dem schauen wir mal kurz zu, wie er die Türen öffnet. Ah, er öffnet sie anscheinend nicht. Doch, da öffnet er sie. Okay, das wollte ich nochmal kurz gezeigt haben zwischendurch. So, Freunde, dann geht's auch schon direkt weiter. Also, Türen sind zu. Ah, Moment, es geht nicht weiter. Wir haben keine Ausfahrt. Sag mal, warum haben wir denn keine Ausfahrt jetzt hier? Die Weiche ist einfach nicht gestellt. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Zumal auch anscheinend gar kein KI-Zug auf dem Weg ist auf dem Gleis. Achso, doch hier. Ah ja, okay. Der Kollege kommt jetzt rüber. Ich habe euch ja erzählt, gerade dass wir da rüber müssen wieder. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Wenn der jetzt rüber ist, dann müssten wir weiter können. Hallo Kollege. Saß da gerade kein Fahrer drin? Ich glaube, da saß gerade kein Fahrer drin, ne? Alter Verwalter, da saß einfach keiner drin. So, also, genau, jetzt können wir weiter. Ausfahrt mit 60. Und die da links, die... denen geht's nicht gut. Den Leuten. Die hatten wohl gerade ein kleines, psychosomatisches Problem. So, da bin ich wieder einen kleinen Ticken zu schnell geworden. Müssen wir natürlich wieder runter. Und... genau, wir sind ja nicht allzu lang, deswegen konnten wir da recht schnell wieder hoch. Auf die 120, jetzt war gerade nicht... also... konntet ihr jetzt ignorieren, da unten links. Wir waren schon über den weißen Bereich durch. So. Ich finde auch die ZZA-Einstellung sehr nice. Das ist da seitens TrainFW, dass er das damit berücksichtigt hat. Und nicht nur Sonderzug oben hat stehen lassen. Okay. Hier oben auch die U-Bahn-Brücke der U2. Und da hinten die Brücke der U1.
Was haben wir hier angekündigt? 60, alles klar. Okay, meine Damen und Herren, dann würde ich mal sagen, kommen wir natürlich ein bisschen weiter vorne zum Stehen. Jetzt nicht hier gleich direkt an der Harttafel, obwohl wir jetzt ziemlich nah dran sind. Hier haben wir auch schon legendäre Fahrten mit dem vorletzten Halt bedient vor Berlin Hauptbahnhof. Ich glaube auch schon, also es waren natürlich, glaube ich, überwiegend Regionalzüge. Aber wie wir hier mal mit unserer 112 oder 182 oder was wir hier sonst so hatten, reingefahren sind, das war natürlich schon nice. Will man nichts gegen sagen. So. Gehen wir mal wieder auf die Nullstellung. Und genau. Schön schließen. Türmelder leuchtet jetzt konstant. Sicherung ist freigegeben und wir können weiter. So, jetzt sind wir wieder einen kleinen Ticken zu schnell. Jetzt müssen wir wieder runter auf unter 65, damit war auch jetzt ist alles wieder gut. Genau. Das Vorsignal müsste jetzt hier 60 zeigen, ne? Jawohl. Das Vorsignal, das Hauptsignal meine ich. Und da vorne müssen wir dann nochmal das Gleis wechseln, weil obwohl, schaut mal, direkt vor uns ist es ja auch frei. Aber ne, wir müssen einmal auf ein anderes, obwohl das vor uns direkt frei ist. Ich glaube hier vorne, ne? Jo, hier müssen wir einmal aufs Gleis 6. Also wir sind quasi auf diesem Bahnsteig, wo das Gleis da links gesehen ist. Da wäre Ausstieg rechts gewesen und wir haben jetzt gleich Ausstieg links. So, genau, da drüben sind dann, glaube ich, 7 und 8. Und links 1 und 2, ganz links. Okay, also, dann sind wir auch nochmal in Berlin Hauptbahnhof angekommen, geben die Türen frei. Wie lange haben wir hier Aufenthalt? 2 Minuten. Können wir nochmal schauen, was wir hier schönes stehen haben. Den RE4 nach Luckenwalde. Ist eine 143, ne? Jo, ne, eine 114. Ach Mensch, die guten alten 114er. Oh. Was? Was macht er denn? Jetzt fährt er mit offenen Türen weiter. Alter. Ich wollte ihm gerade sagen, der ist ja richtig smooth reingebremst, der KI-Lokführer. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Und die fahren jetzt parallel aus und der hier fährt einfach mit offenen Türen weiter, Alter.
Aber sehr cool. Und der wird jetzt wahrscheinlich auf dem Weg Richtung München sein. Aber noch über die Frankenwaldbahn oder wie die da ist. Schön 6,5 Stunden. So lobe ich mir das, Freunde. Genau, Ausfahrt mit 60. Ab hier wieder. Und ich sag's auch noch, und dann werde ich trotzdem schneller. Aber ist nicht schlimm, weil wir hier eh einen massiven Anstieg haben, deswegen. So, genau. Jetzt sind wir über den weißen Bereich rüber. Einmal nochmal auf die 90 hoch. Ah, ich finde das auch mega nice eigentlich, dass man hier so durch Berlin, durch Mitte oder was ist hier, ist ja gleich Wedding schon, dass man hier auch so ein bisschen Bahngleiskulisse hat. Auch die Stadtbahn da über Friedrichstraße ist auch sehr nice, so zwischen den ganzen engen Gebäuden. Sogar bei der Friedrichstraße fährt man ja ziemlich an Wohnhäusern vorbei. Beziehungsweise sind da überwiegend eigentlich Gewerbeeinheiten drin, wie Arztpraxen oder sowas, aber ist auch irgendwie cool. Ist ganz schön nah und dann hat man so einfach so zwischendurch die Gleise. Ist auch natürlich laut, aber ist auf jeden Fall cool mit anzusehen. Gefällt mir sehr. Da habe ich gerade ein bisschen gehofft, dass wir unter die 85 so kommen, aber da waren wir wohl 5 km, glaube ich, zu schnell gerade. Da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, weil ich dachte, wir wären schon drunter. Hoppla. So. Super. Aber ansonsten, genau hier unten, geht es dann Richtung Badstraße übrigens. Und hier links, in diesem Gebäude, wo ich gerade hingezoomt habe, da befindet sich die Weddinger Feuerwache. Das ist, glaube ich, auch mal ein Bundeswehr-Rettungswagen stationiert gewesen. Oder auch jetzt mittlerweile einer vom Roten Kreuz oder sowas. Also irgendwie so, und dann, wenn man dann da rechts um die Kurve fährt, dann kommt man zu Bayer. So einem Pharmakonzern, der hat da seinen Komplex in Mitte, sein Mitte-Komplex, genau. Und dann ist da auch noch die Seestraße. Ich vergesse aber immer, wie die Straße hier drunter, also wie die gerade unter uns heißt. Kann ich auch nochmal gleich nachschauen. Ah ja, 60. Mensch, Mensch, Mensch. Schnell runter, bevor die Weiche kommt. Also alles gut. Zur Weiche sind wir richtig mit der Geschwindigkeit. So, Seestraße. Ich glaube, die heißt. Lasst mich nicht lügen. Ah ja. So, hier ist Seestraße. Ah ne, das war die Müllerstraße unter uns. An die Pankstraße, so heißt sie, genau. Die Straße, wo die Feuerwache ist, heißt Pankstraße. So. Oh, da ist die Ausfahrt auch auf grün. Das heißt, wir kommen nicht in eine 500-Hertz-Überwachung. Ist auch mal entspannt. Und ja, dann, meine Damen und Herren, dann sind wir auch tatsächlich auf die halbe Stunde genau hier im Berliner Gesundbrunnen Bahnhof angekommen. Und dann würde ich einfach sagen, bedanke ich mich sehr für die Mitfahrt. Und jetzt frage ich mich nur, wofür das A da steht. Für Außenring wahrscheinlich. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt im Train Simulator, Train Sim World, Omsi oder was auch immer wieder. Ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Tag. Bleibt schön gesund. Und ich hoffe, die kleine Fahrt hier durch Berlin hat euch gefallen.
Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so mies komisch rede, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder, will ich damit sagen. Bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank fürs Mitfahren heute.